Hallo Ermina, wie geht's dir? Willkommen beim Espresso con Paolo. Hallo, lieber Paolo, vielen Dank für die Einladung. Ich habe auch mein Espresso hier schon fertig. Oh, sehr schön, sehr lecker. Ja, wir haben uns, wie schon zu erwarten war, bevor die Aufnahme jetzt gestartet ist, schon eine halbe Stunde unterhalten. Und wir werden uns danach bestimmt noch eine halbe Stunde unterhalten. Aber ganz kurz, vielleicht für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du, Ermina? Ja, ich bin Hermina Dayana und ich produziere die Salsa Paradiso Tomatensoßen, also ein großes Herzensprojekt. Und du hattest ja das Vergnügen, sie schon zu probieren. Und dazu schreibe ich Rezepte, weil meine Tomatensoße nicht konzipiert wurde als nur, weil es ist ja sehr wichtig, Pastasoße, sondern eben als eine Allround-Tomatensoße, mit der man wirklich alle Köstlichkeiten dieser Welt gut verbinden. Wie cool ist das denn? Und du bist natürlich auch hier auf LinkedIn unterwegs, beziehungsweise auch noch auf anderen Plattformen. Inhaltlich würde mich das natürlich schon interessieren, was man dann später mit der Tomatensoße macht. Die Rezepte, das ist ja so, wir nennen das dann hier natürlich immer Content. Aber ich muss fragen, wie kam es dazu, du lebst in Deutschland, wie kam es dazu, dass du hier sagst, ich mache jetzt meine eigene Tomatensoße und vermarkte die? Das interessiert mich schon. Also es gab ein Erlebnis, da war ich 19 Jahre alt und war mit meinem Freund zum ersten Mal in Italien und zum ersten Mal in Neapel. Und dort gab es ein köstliches Mittagessen bei der Familie. Ich war davor nicht der große Tomatensoßen-Fan. Ich bin gebürtige Kroatin, bei uns ist so Paprika mehr im Vordergrund. Auch rot. Und auch rot, ja. Und zu diesem Mittagessen gab es eben als Primo Piatto, also die Vorspeise, eine Pasta mit Tomatensoße. Und ich muss wirklich sagen, für mich war das eine Geschmackssache. Also ich war wirklich so begeistert, fand das so köstlich. Und da ich ja immer schon gerne gekocht habe, gegessen habe, fragte ich natürlich die Tanten gleich nach dem Rezept. Und dann haben sie mich ausgelacht und haben gesagt: Herminia, wie willst du diese Tomatensoße in Deutschland kochen? Du hast doch gar nicht diese Tomaten. Da dachte ich, okay, sie übertreiben. Und habe mir die Geschichten erzählen lassen. Also Ernte wirklich zur Erntezeit, Mitte, Ende August, sofort einkochen. Die Feste, die es früher im ganzen Viertel gab, weil das ganze Viertel ja zeitgleich einkochte. Also diese wunderschönen Geschichten. Daraus entstand 30 Jahre später meine Geschäftsidee. Wahnsinn. Und die entstand, weil ich einen Marktleiter von einem neuen Edeka-Markt kennengelernt habe. Mit ihm hatte ich ein kleines Projekt mal gemacht, ein Marketingprojekt, da komme ich ja ursprünglich her. Und dann stand ich eines Tages da und dachte: Wäre ja schön, schön, wenn ich auch ein eigenes Food-Produkt hätte. Ich glaube, das würde mir gefallen. Und dann habe ich ihn gefragt, wenn ich ein Produkt hätte, würdest du mich einlisten? Und dann hat er gesagt, ich glaube ja, ich traue dir das zu. Ah, cool. Wir machen das. Und da war kein Halten mehr. Unfassbar cool, ja. Nee, ich gebe dir vollkommen recht. Ich bin jetzt in Mannheim geboren, aufgewachsen. Tatsächlich, jedes Mal, wenn wir im Sommer nach Italien fuhren, habe ich dann in San Vito, in Cosenza, waren dann, wo meine Großeltern gelebt haben, da waren alle zu der bestimmten Zeit, hatten die ihre Tomaten gekauft und haben dann draußen am offenen Feuer die Tomatensoße eingekocht nach dem eigenen Richtig. Rezept, um sie für den Sommer, für den Winter dann auch vorrätig zu haben. Aber wir haben das auch gemacht. Also wir hatten auch in Mannheim unseren Schrebergarten. Meine Eltern haben sich nicht nehmen lassen, A, Tomaten anzubauen und B, auf dem Holzfeuer dann, wie sie es gelernt hatten, wie es Teil ihrer Kultur waren, ihre Tomaten einzukochen. Und ich war da immer mit dabei, ja, und alles schön zumachen, erhitzen, und also Genau. unfassbar. Und dann kommst du natürlich auf die Idee, sagst, wieso? Ist ja nicht so wie Eulen nach Athen tragen. Ich bin ja nicht Italien. Also es ist so wie so ein bisschen Starbucks. Ich habe gehört, Starbucks ist auch nach Italien. Ja klar, warum nicht? Es gibt Italiener, die trinken auch gerne Starbucks-Kaffee und nicht den Espresso. Aber wahrscheinlich werden sie nicht den riesen Marktanteil bekommen. Du würdest in Italien wahrscheinlich auch nicht auf 50% Marktanteil kommen. Aber willst du und musst du ja gar nicht. Ich finde, ich habe sie ja probiert. Als Süditaliener finde ich natürlich gerade die scharfe Variante sehr gut, die pikante. Aber sag jetzt einfach mal von jetzt. Ohne zu übertreiben, aber was mich vorhin interessiert hat, wie kommst du denn auf den Content, also auf die Rezepte? Das ist ja klar, du gibst natürlich dann auch Rezepte raus, damit man noch mehr Gelegenheiten hat, deine Soße zu bestellen und zu benutzen. Aber wie findest du die raus? So ein bisschen wie Jamie Oliver und reist durch die Welt, wie machst du das? Also erstmal ja, ich habe Freunde wirklich überall und ich bin dann auch, wenn ich bei Freunden zu Hause bin, egal wo auf der Welt, hänge ich echt auch in der Küche mit ab, klar. Weißt du, Paolo, ich erkläre das immer so, es ist wie schreiben können, ne? Also kannst du das Alphabet,
kannst du Wörter bilden. Aus Wörtern bildest du Sätze. Und so ist das bei mir mit dem Kochen. Ich habe ganz viele Aromen im Kopf, weil ich auch immer neugierig alles probiere. Und dann hast du die Klassiker. Es gibt so ein paar Klassiker, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch richtig dicke und sage, nee, das muss jetzt so sein, weil das ist so das Klassische und alles andere verwirrt mich. So Spaghetti alla puttanesca, ja? Also die würde ich echt nicht mit Penne oder Rigatoni oder irgendwas. Das hat für mich das Gefühl, es ist falsch. Aber ansonsten lobe ich mich wirklich aus und probiere aus. Und ich muss auch sagen, es ist wirklich so gut wie nie so, dass ich sage, es ist nicht genießbar, sondern vielleicht so, dass es ist noch nicht ganz fertig, da fehlt noch ein Pfiff. Und ich wechsle so zwischen wirklich dem Klassiker, ganz original, und dann verschiedenen Varianten, oder oft entsteht es aus der Not heraus, dass du wenig Zeit hast. Oder ich bin zum Beispiel ein großer Food Waste Gegner. Ne? Oh ja. Also ich gucke im Kühlschrank und denke, das muss weg und das muss weg und das muss weg, das muss jetzt gegessen werden. Was mache ich daraus? Also daraus sind auch schon ganz tolle Rezepte entstanden. Und ich liebe auch das Crossover. Also letzte Woche habe ich ein Rezept gepostet für Currywurst mit Salsa Paradiso Pikant. Was für eine Wurst? Currywurst mit Salsa Paradiso Pikant. Oh, herrlich. Das ist doch mal eine Idee. Mir ist gerade mit dem Food Waste durch den Kopf gegangen, du solltest mal die Sarah Reuter kennenlernen. Die ist nämlich dann immer auch mit Tagesaufgaben unterwegs. Und wenn die hört, dass du letztendlich hier auch was ist noch im Kühlschrank, was kann man dann noch verbrauchen? Aber eine Sache, ich lasse dich heute nicht gehen, bevor du nicht mir hilfst, den Menschen hier die Frage zu beantworten, die ich immer gestellt bekomme. Und jetzt habe ich einen Profi hier, du kannst sie beantworten. Hermina, du bist Kroatin in Deutschland, aber du kennst dich mit Nudeln aus und auch mit der Tomatensauce. Warum haben die Italiener so viele verschiedene Nudeln? Die einfachste Antwort, aber es ist manchmal, ich kriege sie immer wieder gestellt. Warum? Also Italien lebt ja von der regionalen Küche. Und ich finde es völlig in Ordnung, dass jede Region sich ihre eigenen Nudeln irgendwann ausgedacht hat, die für diese Region auch stehen. Und du musst ja auch sehen, dass im Grunde genommen der Teig, da gibt es vielleicht 5, vielleicht auch 10 Varianten, wenn es hochkommt. Ne? Ja. Es sind ja die Formen, die unterschiedlich sind. Und die passen sie an andere regionale Rezepte. Das heißt, du hast Regionen, wo du Ragu, ne, so geschmortes Fleisch oder so eine Art Gulasch oder sowas hast. Also denkt man sich Nudeln aus, die sich besonders gut mit dieser Soße verbinden Ganz lassen. Ganz genau. Ja, also je nach Soße, je nachdem, womit du die Nudeln isst, wird es einfach nicht passen, klar, dann rutscht alles ab. Ich habe immer das beste Beispiel gesagt, naja, weil du jetzt Erbsen isst, wenn du Spaghetti und Erbsen isst, dann hast du am Ende einen Teller voller Erbsen, aber in den Penne dann, oder den Rigatoni sind die Erbsen halt, die rutschen dann in die Rigatoni rein und dann kannst du sie gleichzeitig essen. Und dann sagst du, ah ja, stimmt, okay, dann sollten wir die richtigen Nudeln dazu nehmen. Ich so, genau, so wie du es vorhin gesagt hast, das passt einfach so. Ja, genau. Guck mal, jetzt sind wir eigentlich fast schon durch, beziehungsweise mein Espresso. Ich weiß nicht, ob du zum Espresso trinken kannst. Ich habe mir extra noch einen kleinen Schluck aufgehoben. Ah, siehst du. Aber wie ich vorhin versprochen hatte, ich denke für alle, die dich heute zum ersten Mal erlebt haben, ein toller erster Eindruck. Vielen Dank, dass du beim Espresso con Paolo warst. Hoffentlich bald zum doppelten Espresso. Und wir können uns ja gleich nochmal ein paar Rezepte austauschen. Schönes Wochenende für alle. Danke, danke. Dir auch. Schönes Wochenende. Danke. Ciao, ciao.